Hallo, servus liebe Leute und herzlich willkommen bei unserem Livestream heute. Genauso herzlich willkommen auch bei unserem Podcast. Diese Audiospur wird schlussendlich sozusagen in unserer Soundcloud stattfinden. Wir sind bei der ersten Bank am Campus und haben ein sehr, sehr tolles Event hier gesehen zum Thema Innovationen in Familienunternehmen. War wirklich sehr, sehr spannend. Wir haben zwei Keynote-Speaker da, beziehungsweise einen Veranstalter und Keynote-Speaker, den Reinhard Prügel, wissenschaftlicher Leiter des Friedrichshafen-Instituts für Familienunternehmen, FIF. Hallo, servus. Hallo. Und wir haben den Friedrich Wiesmüllner, Partner für Family und Business bei Deloitte. Hallo, servus. Hallo, schönen Abend. Ein sehr, sehr spannendes Thema. Familienunternehmen, Familienbetriebe. Eine sozusagen Art sui generis, eine ganz besondere Art im Unternehmertum, im Wirtschaftsleben. Eine ganz wichtige Säule in Österreich, auch in Deutschland. Und wir werden jetzt darüber reden, welche Rolle spielt Innovation, Digitalisierung in diesem ganz speziellen Wirtschaftssegment, wo Entscheidungen sehr langfristig getroffen werden, wo es darum geht, das Familienunternehmen der nächsten Generationen zu übergeben. Da gibt es viele, viele Besonderheiten. Es gibt eine aktuelle Studie von Deloitte, die sich da viele Dinge angeschaut hat, genauso von euch. Und starten wir einfach los, vielleicht zunächst einmal mit einer Frage, was ist jetzt wirklich ein Familienunternehmen? Wir kennen zum Beispiel Kapsch, 40%, glaube ich, an der Börse, der Rest Familienbesitz. Ist das ein Familienunternehmen oder nicht? Also zunächst mal kann man sagen, Familienunternehmen ist kein größenabhängiger Begriff. Das Wesentliche ist, dass sozusagen eine Familie, eine unternehmerisch aktive Familie, einen wesentlichen Einfluss auf die Unternehmensstrategie hat. Das kann in verschiedener Form passieren. Über Eigentum, über sozusagen Funktionen in Beiräten, Aufsichtsräten und aber auch, kann auch kombiniert sein, in der operativen Führung des Unternehmens. Aber das Wesentliche ist tatsächlich, dass die Familie die Unternehmensstrategie gestaltet, mitbestimmt und damit sozusagen eben einen Beitrag zum erfolgreichen Überleben des Unternehmens auch leistet und zur positiven Entwicklung. Und Familienunternehmen ist nicht gleich KMU? Familienunternehmen ist eben nicht gleich KMU, weil Familienunternehmen nicht über die Größe definiert ist, sondern rein über den Einfluss der Familie. Es geht darum zu verstehen, wie sich der Familieneinfluss auf das unternehmerische Handeln auswirkt. Und das kann sehr viele positive Einflussfaktoren haben, das kann aber natürlich auch Herausforderungen mit sich bringen, die beide aus der Sphäre der Familie stammen. Wenn wir uns alles noch anhören. Friedrich, du hast eine spannende Studie präsentiert von Deloitte. Zunächst einmal zum Thema Wirtschaftsfaktor Familienunternehmen. Ihr habt gehört über 400 Milliarden Umsatz in Österreich aus diesem sozusagen Wirtschaftssegment. Welche Säule ist das in Österreich tatsächlich? Wie wichtig sind sie für uns? Also grundsätzlich ist das Familienunternehmen in Österreich traditionell über die letzten 100 Jahre die Stütze der österreichischen Wirtschaft. Wir haben mehr als 3/4 der österreichischen Wirtschaftsleistung aus Familienunternehmen. Auch mehr als 70% der Dienstnehmer, Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen arbeiten in Familienunternehmen. Das sieht man nicht immer, aber das ist ein Faktor der österreichischen Wirtschaft, der dominante Faktor der österreichischen Wirtschaft. Würde dann heißen, im Umkehrschluss ist auch für euch ein essentieller sozusagen Klientenbestand, weil wenn das so massenrelevant ist, wird es auch in der Beratung so sein? Das ist korrekt. Wir bei Deloitte beschäftigen uns seit mehr als 40 Jahren sehr intensiv mit Familienunternehmen in jeder Art von Beratung, von betriebswirtschaftlicher Beratung über Accounting, Prüfungsberatung, Steuerberatung, rechtliche Beratung. Es ist auch bei uns, bei Deloitte, klarerweise die Familienunternehmer ein massiver Geschäftsfaktor und sind eigentlich unsere wichtigsten Klienten, weil sie auch langjährige Klienten sind, treue Klienten sind und immer spannende Klienten sind. Du hast ja schon selber gesagt, vorher das große Stichwort Innovate or Die gilt auch für die Familienunternehmen. Ohne Innovation geht es nicht. Es wäre aber auch nicht gegangen, sprich, die waren schon innovativ von einer Generation zur nächsten. Ein Beispiel hast du genannt, über 16 Generationen der Weiterbestand. Wie ist da jetzt der Stand der Dinge? Digitalisierung beschleunigt die Entwicklung auf der Technologieseite wie nie zuvor. Wie gehen die Familienunternehmen damit um? Sind das besondere Herausforderungen für sie? Das sind definitiv besondere Herausforderungen, die natürlich nicht nur für Familienunternehmen gelten, aber Familienunternehmen haben ein Stück weit eine andere Herangehensweise, weil eben genau diese Langfristorientierung eine ganz wesentliche Rolle spielt. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite sind Familienunternehmen auch sehr stark beziehungsorientiert. Und beide Dinge machen vieles möglich, zum Beispiel im Kontext der Innovation, dass man länger an Themen dranbleibt und die auch tatsächlich in die Umsetzung bringt, auch wenn es schwieriger wird, wo andere vielleicht schon wieder aufgeben, weil vielleicht der Vorstand schon wieder gewechselt hat, ein neuer Vorstand da ist. Also dieses Beharrungsvermögen hat viele positive Auswirkungen. Es kann aber auch auf der anderen Seite dazu führen, dass man Dinge sehr spät anpackt, vielleicht auch
nicht ganz richtig einschätzt, wenn man denkt, naja, das ist vielleicht, wir beobachten das mal länger. Es gibt eine Studie, die das sehr gut aufzeigt, wo man sieht, dass Familienunternehmen im Zweifel einen Zacken später in neue Themen reingehen. Aber wenn sie dann reingehen, dann mit voller Power. Dann sind sie in der Umsetzung eben mit einem stärkeren Beharrungsvermögen ausgestattet und sind dann auch schneller durch die gebündelten Entscheidungsstrukturen, durch die Flexibilität, die sozusagen auch über das Familieneigentum, über die kurzen Entscheidungswege entsteht. Und am Ende sind teilweise Familienunternehmen dann unterm Strich sogar schneller und nachhaltiger unterwegs, wenn es um technologischen Wandel geht. Und man kann auch viel an Energie aus der Vergangenheit ziehen, wenn man weiß, das Unternehmen hat sich schon mehrfach gewandelt. Da entsteht auch ein gewisses Vertrauen darin, dass es gelingen kann. Und das gibt natürlich auch zusätzlichen Mut auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist natürlich dieses Mitdenken der Vergangenheit, diese Verpflichtung gegenüber auch den Vorgängergenerationen, manches Mal auch ein Stück weit ein Hemmschuh, Dinge sehr, sehr stark zu verändern. Aber es gibt Beispiele für alles. Also es ist sozusagen die Heterogenität von Familienunternehmen ist sehr, sehr groß und der Familieneinfluss kann sich eben sehr, sehr positiv auswirken und manches Mal aber auch zu einer wirklich großen Herausforderung werden. Friedrich, du nickst, ist das etwas, was auch in eurer Studie herauskommt? Das kommt aus unserer Studie sehr deutlich heraus. Man könnte noch hinzufügen, die traditionelle Familienunternehmungsstruktur über viele Generationen. In Österreich haben wir Familienunternehmen seit vielen Generationen schon, wo auch Übergaben stattgefunden haben, hat sehr positive Komponenten in die Stabilität des Unternehmens. Die Herausforderung ist es allerdings in einer sehr schnelllebigen Zeit. Die wirtschaftliche Entwicklung, der Markt entwickelt sich rasant, Technologien entwickeln sich rasant. Von dieser sehr traditionellen Sichtweise in eine schnelle Sichtweise, in eine umschaltende Sichtweise zu kommen. Das können viele. Manchmal ist es auch ein Problem, weil hier Generationen an althergebrachten Muster einfach festhalten, was dann für manche Unternehmen auch Probleme bedeutet. Aber grundsätzlich ist dem völlig zuzustimmen. Ja. Wenn ich da kurz einhaken darf, eine besondere Rolle stellen wir immer wieder fest in unseren Studien, kommt tatsächlich der nachrückenden Generation zu, gerade wenn es um das Thema Digitalisierung geht, weil da sehr, sehr viele Ideen, Impulse ins Unternehmen reinkommen, auch über die Familienseite, auch selbst wenn man gar noch nicht selber im Unternehmen voll aktiv ist. Aber auch die Familie spielt da ganz eine wesentliche Rolle. Und gerade die nachrückende Generation agiert da eigentlich als sozusagen als Change Agents, um diese Themen ins Unternehmen reinzubringen. Und teilweise auch so, dass man einfach Freiraum bekommt dann von der Senior-Generation, weil die Senior-Generation sagt, okay, damit bin ich gar nicht so aufgewachsen, nicht so vertraut. Ich kann die Möglichkeiten vielleicht nicht immer völlig sehen oder völlig einschätzen. Probier du das doch mal als Vertreterin oder Vertreter der nächsten Generation. Und dann entwickeln sich einfach Dinge auch teilweise über die Startup-Schiene, wo auch Mitglieder von Unternehmerfamilien eigene Startups im Digitalisierungsbereich gründen und das dann später ins Kernunternehmen reinbringen. Da ist Fissmann in Deutschland ein gutes Beispiel dafür, wo der Max Fissmann in sehr jungen Jahren viele Dinge vorangetrieben hat und dann letztlich mittlerweile eben mit 29 ist er dann eben auch Geschäftsführer des Familienunternehmens geworden und pusht dort das Thema Digitalisierung auch sehr, sehr stark. Friedrich, ist dieser Spagat zwischen der Verbundenheit zur Tradition und der Notwendigkeit der Innovation eine Challenge, die sozusagen gut gemeistert wird, nämlich Reinhard hat einen guten Beispiel genannt. Es werden in einem Fall Entscheidungen getroffen in einem Raum, wo Bilder von 16 vergangenen Generationen hängen. Und in diesem Setting sind Entscheidungen zu treffen. Sprich, starke Bindung der Tradition. Und jetzt soll ich aber eine Entscheidung treffen, die vielleicht das eine oder das andere wieder widerruft. Ist das eine große Challenge? Es kann eine Challenge sein, aber es ist auch ein Riesenvorteil, weil durch den Rückhalt einer Familie und des Unternehmens sich Veränderungen viel einfacher umsetzen lassen. Das, was eine Voraussetzung oder eine Änderung jetzt in den Generationen wird sein, dass viel jüngere Leute früher quasi in die Führung durchdringen werden müssen, weil die Veränderungen so schnell sind am Markt mit der Technologisierung, mit der Digitalisierung, dass die jüngere Generation, jeder von uns kennt das schon über seine Kinder, da ändert sich alle 3 Jahre das Marktverhalten, der Approach zu den Customers, dass die jüngere Generation viel schneller
in maßgeblichen Einfluss kommen wird und nicht so wie früher, wo man sagt, okay, du musst einmal 20 Jahre im Unternehmen arbeiten und wenn der Papa 60 ist, dann darfst du quasi nachrücken. Das geht jetzt wesentlich schneller und dynamischer mit allen Herausforderungen, die das für das Unternehmen, aber möglicherweise auch für uns als Berater sieht, dass das viel schneller durchgedreht wird, auch in den Generationen. Eine spannende Statistik, die du genannt hast, ist, dass, glaube ich, 70%, knapp 70% der jüngeren Generation in Familienunternehmen sehr zufrieden ist mit der Entwicklung des Unternehmens, aber davon nur 20% mit der Digitalisierung zufrieden ist im eigenen Unternehmen. Was bedeutet das? Wie ist das zu interpretieren? Ja, im Endeffekt bedeutet es, dass gerade im Bereich der Digitalisierung die jüngere Generation viele Möglichkeiten sieht, die eben noch nicht umgesetzt sind. Wo man sagt, ja, wir stehen grundsätzlich gut da, aber gerade im Bereich der Digitalisierung sehen wir noch so viele Chancen, die wir anpacken könnten. Und das passiert dann auch oft, dass man sagt, okay, komm, lass mich das machen. Und entweder kriegt man den Freiraum im eigenen Unternehmen, da spielt auch die Familie eine große Rolle, wie da das Verhältnis innerhalb der Familie zwischen den Generationen ausgeprägt ist. Und wenn das gelingt, ist das eine Riesenressource für Familienunternehmen, weil, so wie du gesagt hast, dann die junge Generation auch wirklich mitgestalten kann, relativ früh, was in anderen Unternehmensformen vielleicht so nicht denkbar ist. Also ich komme nochmal zu dem Beispiel Max Fiesmann, dass jemand mit 29 an der Spitze eines solchen Unternehmens steht, ist in anderen Konstellationen vielleicht weniger denkbar. Ist aber in Zeiten wie diesen, so wie du das betont hast, vielleicht manches Mal wirklich auch eine riesengroße Chance, jungen Leuten Vertrauen zu geben und das vielleicht aber auch in einer Teamgeschäftsführung mit Erfahrung zu bündeln. Und das sieht man oft, dass eben zwei Generationen teilweise sehr erfolgreich zusammenarbeiten, wo dann die Senior-Generation auch Raum schafft für die Junior-Generation, um bestimmte Digitalisierungsthemen voranzutreiben und umgekehrt dann die Junior-Generation halt auch eben ihre Ideen, ihre Ansatzpunkte da mit reinbringen kann. Also wenn das gelingt, das Zusammenspiel zwischen den Generationen, was nicht einfach ist, dann hat das eine enorme Kraft. Vielleicht als Ergänzung zu deinen Ausführungen, was auch wichtig ist, dass die Auffassung von Innovation und Digitalisierung zwischen den Generationen auch durchaus unterschiedlich ist. Das kommt auch aus vielen Studien heraus. Derzeit wird Digitalisierung in der traditionellen Generation als Unterstützung der Prozesse gesehen. Prozessoptimierung, Kostenoptimierung, das ist aber nur eine Medaille, eine Seite der Medaille. Grundsätzlich muss man sagen, Digitalisierung bietet mehr. Innovation am Markt, Innovation in Zusammenarbeit zwischen Unternehmen, sehr dynamisch, neue Produkte, man denkt nur an die Entwicklung von Apps, von Customer Bases, App etc. Dort kommt die neue Generation, die nachrückende Generation viel stärker zum Zug, weil sie das kennt, weil sie damit aufgewachsen ist, mehr oder weniger. Die eher ältere oder Vorgeneration sieht Digitalisierung in den meisten Komponenten eher als Unterstützung, als Prozessoptimierung und nicht so als Chance am Markt oder, das muss man auch sagen, als Notwendigkeit am Markt. Weil Unternehmen, die es nicht erkennen, rechtzeitig zu reagieren, im Absatzbereich insbesondere, gegenüber ihren Kunden, auch Probleme bekommen können, weil sie einfach plötzlich mit reduzierten Umsätzen konfrontiert sind, weil sie die Produkte einfach nicht mehr an den Mann bekommen. Und dort ist die, da schließt sich ein bisschen der Kreis, dort ist das Zusammenarbeiten von Generationen wichtig, weil auch diese dualen Sichtweisen, glaube ich, sehr befruchtend für die Unternehmen sein können. Wir sehen jetzt sehr, sehr viel und sehr stark das Thema Geschäftsmodellinnovation in der Corporate-Welt. Startups sind natürlich selbst die Meister davon. Ist das auch ein wichtiges Thema bei den Familienbetrieben? Würde ich sagen, definitiv ja. Und das ist auch wieder ein Thema, das sozusagen auch über die nachrückende Generation sehr stark in den Fokus rückt, wo klar ist, dass das Gebot der Stunde ist, komplexere Lösungsansätze zu bringen, die mir einen längerfristig verteidigbaren Wettbewerbsvorteil ermöglichen. Und über sozusagen Produktinnovation, was lange Zeit wichtig war, immer noch wichtig ist, Produkt-Service-Bündel hin zu Geschäftsmodellen, das ist sozusagen im Endeffekt fast ein Königsweg. Und da sehen wir ganz viele Mitglieder der nachrückenden Generation, die das tun, entweder im eigenen Unternehmen oder mit einer eigenen Gründung oder auch, und das finde ich auch besonders spannend, die Durchlässigkeit zwischen diesen beiden, sage ich mal, unternehmerischen Säulen, die steigt an.
In einem aktuellen Blogbeitrag auf der Brutkasten-Seite habe ich ein Beispiel versucht zu beschreiben, wo jemand ein Startup gegründet hat, das nicht im Bereich des eigenen Familienunternehmens war, das dann verkauft hat, dann nach Hause gegangen ist, ins eigene Familienunternehmen. Also das Startup war im Bereich von Keksen, die haben Cookies gemacht, haben das an mein Müsli verkauft, dann nach Hause ins Familienunternehmen, Tübinger Stahlfeinguss, also ganz klassische Branche, dort 3 Jahre versucht, die auch prozessmäßig, strukturmäßig einen Beitrag zu leisten, um dann ein Problem im Familienunternehmenskontext zu erkennen, nämlich die Auslastung von Maschinenkapazitäten. Dann den Versuch zu unternehmen, das im Unternehmen umzusetzen. Dann hat der Betreffende gemerkt, das geht, die Organisation ist da noch nicht so weit. Wieder raus in den Startup-Kontext, Creatize gegründet, gemeinsam mit anderen. Und das könnte aber sein, dass das perspektivisch wieder in diesen Bereich zurückwandert oder einfach ein neuer Geschäftsbereich in dem Familienunternehmen wird. Und diese konstante Erneuerung ist eigentlich sozusagen das zentrale Thema, wenn man überleben will. Weil Überleben funktioniert nur mit Anpassung, mit Veränderung. Das ist ein Klassiker, das sagt sich leicht, ist aber nicht immer einfach in der Umsetzung. Vielleicht ergänzend, dieses Beispiel zeigt total schön, was eigentlich Innovation ist, weil Innovation könnte man alle 3 Jahre neu definieren. Ich sage ganz einfach, Innovation ist laufend nachdenken, nicht rasten und laufend weiterentwickeln und sich auch an die Geschwindigkeit anzupassen. Und wenn man diese 3 oder 4 Komponenten mitnimmt, dann ist man bei Innovation dabei. Es lässt sich nämlich nicht definieren, was Innovation ist, außer diese Rahmenbedingungen, die ich gerade dargestellt habe. Startups habt ihr schon mehrmals angesprochen, aus unserer Sicht eine ganz wichtige Innovationssäule, erstens für unsere Wirtschaft standalone, aber auch in der Zusammenarbeit mit Leitbetrieben, mit Familienbetrieben, mit sonstigen. Ist diese Offenheit, Innovation auch extern in die Familie hineinzuholen, offen? Gibt es die Möglichkeit, mit den Startups gemeinsam Produkte zu entwickeln, sie vielleicht zu beteiligen, auch Akquisitionen zu tätigen? Grundsätzlich ja, wir sehen das am österreichischen Markt, wir sehen das im naheliegenden Ausland wesentlich stärker. In Österreich gibt es gewisse Zurückhaltung, das mag auch mit den rechtlichen Rahmenbedingungen zusammenhängen, weil das Unterstützen, das Zusammenarbeiten mit Startups oft nicht einfach ist. Man denke nur an Private Equity Finanzierung, die es im Ausland schon traditionell gibt. Aber ja, es gibt das, es ist im Anlaufen. Ich glaube, wir brauchen auch rechtliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen, dass diese Zusammenarbeit auch erquickend funktionieren kann. Das ist definitiv ein Faktor. Was wir aber sehen, ist, dass sozusagen die Verbindungen zwischen diesen beiden unternehmerischen Welten tatsächlich sich verstärken. Wenn man über diesen Begriff Ökosysteme, Innovation Ecosystems nachdenkt, dann ist es auch das Gebot der Stunde, viel vernetzter an die Dinge ranzugehen und auch mehr nach außen zu bringen. Das Bewusstsein ist in der nachrückenden Generation aus meiner Wahrnehmung sehr stark ausgeprägt und trotzdem gibt es noch viel Vorsicht in Bezug auf die Kooperation mit Startups, auch in Bezug auf die Investition in Startups, obwohl eigentlich sowohl Startup-Gründer als auch Familienunternehmer ja eines verbindet, nämlich die Freude am unternehmerischen Denken und Handeln. Und eigentlich braucht es da noch mehr Initiativen, die zusammenzubringen. Es gibt ein paar Dinge, keine Ahnung, zum Beispiel im Baubereich gibt es in München eine Community, wo relativ viel Austausch zwischen Familienunternehmen und Startups zustande kommt, wo dann auch Beispiele sichtbar werden, wo eben Familienunternehmer in die Startups investieren und die mitbegleiten. Das würde ich mir aber noch viel mehr wünschen, weil ich glaube, dass da richtig, richtig Potenzial drin ist, wenn man das voranbringt und auch da baue ich wieder stark auf die nachrückende Generation. Ohne jetzt die Senior-Generation außen vor zu lassen. Die können das auch, aber... Vielleicht abschließend noch ein spannendes Thema. Hören wir überall in der Wirtschaft War for Talents, um es überspitzt zu formulieren, oder sage ich Talent Acquisition. Da tun sich mittlerweile auch die attraktivsten Technology-Brands weltweit ganz schwer, die besten Talente zu finden. Wie ist das bei den Familienunternehmen? Da sind in Österreich oft globale Weltmarktführer, die in einem B2B-Geschäft sind. Man kennt deren Kunden, nicht aber sie. Plötzlich müssen sie aber auch einen, sage ich jetzt einmal, Machine Learning-Experten anziehen. Wie tun Sie sich in diesen Work for Talents? Schwer, glaube ich. Grundsätzlich ein Thema am österreichischen Arbeitsmarkt ist, dass man Talents attraktivieren muss. Also man muss als Unternehmen sehr attraktiv sein, dass Talents zu einem kommen. Was wir sehen aus verschiedenen Studien heraus, ist auch, dass Unternehmen das Thema Digitalisierung nicht als Hauptzweck sehen, hier Talents zu werben. Ich halte das durchaus für bedenklich. Das ist ein Fehler, glaube ich, weil junge
aktive, dynamische Leute durch das Thema massiv angesprochen werden. Hier gibt es, glaube ich, noch Nacharbeitungsbedarf, auch in den österreichischen Unternehmen zu sagen, Digitalization ist kein Selbstzweck, kein Kostenreduktionsfaktor, sondern ich brauche das, um einerseits am Markt reagieren zu können, aber auch um für nachkommende Generationen, die mit dem aufgewachsen sind, einfach attraktiv zu sein. Beispiel, ich glaube, dass junge Leute eher zu einem sehr modernen, digitalisiert auftretenden Unternehmen einen Bezug entwickeln und hingehen, also als Arbeitgeber, als wenn es ein sehr traditionelles, eingesessenes, in der fünften Generation noch immer so arbeitendes Unternehmen ist. Also extrem wichtig, glaube ich. Ohne Technology und Digitalisierung wird auch der Kampf um den Arbeitsmarkt deutlich schwerer werden, glaube ich. Reinhard, sind unabhängig davon Familienunternehmen gute Arbeitgeber? Ist da die Beziehung der Arbeitnehmer zum Arbeitgeber auch eine engere, so wie in der Familie? Das ist ein sehr guter Punkt, den du ansprichst. Es ist tatsächlich so, dass teilweise die Mitarbeiter als erweiterte Familie gesehen werden. Vor allem, wenn man schon sehr lange zusammenarbeitet, teilweise gibt es auch Geschichten, wo auch auf Mitarbeiterseite schon Generationen der Mitarbeiterfamilie mit dem Unternehmen, in dem Unternehmen mitgestalten. Das ist ein sehr spannender Punkt. Aber ich wollte auch nochmal gern auf das Thema War for Talents zurückkommen, weil mein Gefühl ist, dass Familienunternehmen da durchaus auch ein Stück weit offensiver rangehen können und durchaus auch klar kommunizieren können, dass sie Familienunternehmen sind. Das passiert noch relativ wenig, weil das ist letztlich schon auch ein Differenzierungsmerkmal. Und wir sehen auch, dass auch die jungen Leute, jetzt ist wieder Shell-Jugendstudie in Deutschland, Sinus-Milieu-Studie in Österreich, sieht man, dass der Wert von Familie stetig ansteigt. Das heißt, es gibt einfach eine gewisse Attraktivität des Signals Familie und Familienunternehmen, weil man wieder mehr auch nach Sinn, nach Stabilität, nach eben einer familiären Atmosphäre sucht. Und das kann man eben durch diese besondere Beziehungsfähigkeit der Familienunternehmen in Familienunternehmen gut finden. Und auf der anderen Seite kann man, wenn sich Familienunternehmen zusammentun, weil das ist ja oft so, wenn ich nur ein paar Leute irgendwie finden möchte, die dann da Technologieexperten, aber man könnte ja auch Dinge gemeinsam anpacken und gemeinsam in einer Region zum Beispiel die Region attraktiv gestalten. Ein Beispiel nur, in der Bodenseeregion beobachten wir immer wieder, dass mehr und mehr IT-Spezialisten auch gerne dorthin kommen, weil ich einfach eine super Ausgleichsmöglichkeit habe. Und das ist auch ein Gebot unserer Stunde, dass man durch diese ständige Informationsdichte, die sehr hoch ist, durch sozusagen eben Beschäftigung mit sage ich mal, sehr virtuellen Herausforderungen, dann immer wieder zurück will in die haptische Welt, dass man Sport entsprechend als Ausgleich braucht. Und da bieten ja oft Regionen, die nicht so zentral sind, viel in diesem Kontext. Und ich glaube, das könnte man noch offensiver nutzen und auch stärker kommunizieren, dass Familienunternehmen da durchaus wirklich viel an Innovationskraft haben. Darum braucht es auch solche Beispiele, wo sichtbar wird, Familienunternehmen sind eben nicht nur die traditionsorientierten, verstaubten Läden, sondern die bewegen auch ganz viel. Weil sie natürlich für die nächsten Generationen überleben müssen, da ist Innovation der Gebot der Stunde. Also ich glaube, dass Familienunternehmen ein ausgeprägtes Wertgefüge haben, zumindest die in den letzten Jahrzehnten gut vorangekommen sind. Und dieses Asset, dieses Wertgefüges, glaube ich, muss man in der neuen Generation, wo das wieder eine sehr dominante Rolle spielt, der Wert der Familie, die Freizeit, die Ausgeglichenheit, die Stabilität, auch die Sicherheit des Arbeitsplatzes ist auch ein Thema. Ich glaube, dieses Asset von Familienunternehmen muss man auch in der Vermarktung am Arbeitsmarkt deutlich herausstreichen. Super, das sind perfekte Abschlussworte. Vielen Dank für eure Zeit. Es ist wirklich ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema. Wir werden gemeinsam dranbleiben, sind heute am Erste Bank Campus, gemeinsam mit den Leitern, die Erste Bank heute wirklich ein tolles Event organisiert. Es geht um das Thema Innovation, Digitalisierung bei den Familienbetrieben. Tolle Speaker, gerade laufen noch 3 Workshops zum Thema Vermögensübertragung, Erben, Schenken, Stiften. Familienverfassung, auch ein spannendes Thema, quasi Syndikatsvertrag im Familienbetrieb und Strukturierung und Transaktion. Wir werden anschließend noch mit diesen Experten eine Diskussion führen. Jedenfalls danke euch für diesen super, super spannenden Bogen. We keep in touch. Danke dir. Herzlichen Dank und alles Gute. Danke euch fürs Dabeisein. Wir haben gehört, das ist definitiv die Hauptsäule unserer Wirtschaft. 80% unserer Wirtschaft sind Familienbetriebe. Es ist ganz, ganz wichtig, glaube ich, dass wir uns damit beschäftigen, wie können wir dieser Hauptsäule unserer Wirtschaft helfen, Digitalisierung zu eigener Chance zu nutzen und damit unseren Wirtschaftsstandort stärker zu machen im globalen Wettbewerb. Das sind globale Weltmarktführer, die wir da haben und die müssen wir jetzt gemeinsam fit machen für die Zukunft.
danke euch fürs Dabeisein, danke fürs Zuhören. Wir melden uns dann noch einmal mit 3 Breakout-Sessions mit den Zusammenfassungen davon. Stay tuned und bis später.